Trainingsstart der Schanzer U21. In der vergangenen Woche hat das Team von Tobi Strobel den Betrieb wieder aufgenommen. Sie hatten ja schon ein fleißiges Programm, was sie zu Hause abliefern mussten. Haben die auch alle durchgezogen. Man sieht auch, dass sie gut gerüstet aus dem Urlaub zurückgekommen sind. Deswegen glaube ich, ist das Winterspeck-Problem nur bei den Trainern und nicht bei den Spielern vorhanden. Ja, wir sind alle euphorisiert. Ist klar, wir haben jetzt 4-5 Wochen nicht mehr das gemacht, was wir so lieben oder was wir so mögen und was uns zusammenschweißt. Deswegen ist schon klar, dass die erste Einheit vor allem nach so einer langen Pause sehr euphorisierend ist, dass jeder mit einem Lächeln kommt und wir sie aber trotzdem schon nutzen wollen, dass wir ab heute halt die Vorbereitung auf den 22. Februar starten. Deswegen ist es heute eine ganz normale Einheit, aber sie geht auch nicht so viel länger. Ich glaube, die Jungs sind ganz gut davon weggekommen. Wir haben jetzt einen Block von 2,5 Wochen, wo wir sehr viel für die Ausdauer und für die Kraft tun. Dann haben die Jungs nochmal eine Woche frei und dann haben wir nochmal 2,5 Wochen, wo wir uns dann ein bisschen strukturierter auf Bayern vorbereiten und sehen uns dann auch sehr, sehr gut gerüstet für einen Punktspielstart 2019. Auf dem Programm stand auch ein Kurztrainingslager in Gitschberg-Jochtal. Der Ligabetrieb geht dann am 22. Februar weiter. Dann steht das Nachholspiel gegen den FC Bayern München 2 an. Von der Sonne in den Schnee. Seit Sonntag trainieren die Schanzer wieder am heimischen Audi Sportpark. Dort sollen die Grundlagen gelegt werden, um in den verbleibenden Rückrundenpartien den Klassenerhalt zu sichern. Wer die Schanzer bei einer der zahlreichen öffentlichen Einheiten begleiten will, ist herzlich dazu eingeladen. Das Schanzengeberprojekt Fit mit Schanzi geht in die nächste Runde. 2019 wird die Audi-Schanzer Fußballschule in 4 verschiedenen Köschinger Kindergärten tätig sein. Dort wird der Fokus auf die richtige Ernährung und Bewegung unter dem Motto Fit von klein aufstehen. Bereits im Februar startet das Projekt mit zahlreicher Aufklärung rund um das Thema Ernährung. Von März bis Juni wird dann viel Sport betrieben. Zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien testeten die Schanzer in 3x45 Minuten gegen den SC Heerenveen. In einer intensiven Partie trafen Diawosi, Benchop und 2x Kutschke zum verdienten 4:3 Endstand. Bereits am Donnerstag steht der zweite Test an. Dann empfangen die Schanzer den hallischen FC auf dem Gelände des Audi Sportparks. Anpfiff ist um 16 Uhr.